Berliner Feuerwehr wurde um 10.40 Uhr heute Morgen nach Berlin-Charlottenburg gerufen, in die Bismarckstraße, Ecke Leibnizstraße. Da kam es zu einem Verkehrsunfall von einem BVG-Bus, der hier vorne zwei PKWs touchiert hatte, dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und frontal in eine Hauswand gefahren ist. Der Fahrer des BVG-Busses, der zum Glück zu diesem Zeitpunkt umgesetzt war, weil er sich auf einer Einsatzfahrt, also auf einer Betriebsfahrt befunden hatte, ist bei diesem Einsatz eingeklemmt gewesen in seinem Bus. Und die Köpfe der Feuerwehr haben auch ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis sie ihn aus dieser Lage befreien konnte. Der BVG-Busfahrer wird jetzt notärztlich behandelt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.